Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge YouTubers Live. Unser letztes Spiel lädt gerade hoch. Wir haben noch ein bisschen Ausdauer, deshalb gehen wir nochmal arbeiten. Können wir nochmal für 8 Stunden arbeiten gehen. Wir haben gerade den 19. April. Heißt, so langsam sollte man die Miete auch im Auge behalten. Wir müssen immer noch 50.000 Abonnenten kriegen. 15.000 haben wir. Aber heute will ich auch mal wieder ein bisschen chatten, dass wir da weiterkommen. Mal gucken, was uns das bringt außer Erfahrung irgendwann mal. Oder ob das sich, oder ob das einfach immer nur mehr wird. Oh, das Spiel kam nicht gut an. Jetzt ja mal die Kommentare durchlesen. Die uns sagen, woran es liegt. Okay, zweimal das Video hätte besser sein können. Das ist jetzt die Frage, woran lag's? Am Schneiden oder an den Aufnahmequalitäten? Nehmen wir mal den wütenden Kommentar. Wir haben ja auch mittlerweile 23 Punkte zur Verfügung. Rang 91. Ja, Einkommen steigt leicht. Wenn wir jetzt noch was essen, haben wir auf jeden Fall wieder gute Energie. Stimmt, 28 war unser Maximum. Dann essen wir nochmal ein Brot, dann sind wir da auf jeden Fall auf 28. Dann würde ich sagen, nehmen wir nochmal kurz ein Video auf, damit wir halt Geld verdienen. Oder wir setzen das. Oh, was ersetzen wir denn gerade? Kommt jetzt ein Paket? Was habe ich denn jetzt ersetzt? Okay, ihr PC scheint immer noch nicht heile zu sein. Aber was habe ich denn gerade für 100 Euro ersetzt? Kann man das nachschauen? Ne, da sind unsere monatlichen Kosten. Chatten geht natürlich jetzt auch gerade nicht. Halt, wir machen jetzt ein neues Gaming-Video von unserem Spiel, was bis jetzt am besten ankam. Shot Dog. Gucken, was das... Okay, es ist bei 16. 5 Sterne. Ja, versuchen wir es einfach mal. Da stand ja auch, wir können versuchen, es wieder berühmt zu machen. Siegesserie. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwas bringt, wenn man die Namen ändert oder ob das nur für uns ist. Oder ob das Spiel sagt, hey, der User ändert den Namen, dann machen wir es ein bisschen populärer. So, schönes Intro mit Logo. Ladebildschirm. Nehmen wir den ernsten Kommentar, weil der 4 Punkte bringt. Und jetzt können wir mal das ausprobieren. Hier 7 Punkte. Müssen wir noch ein bisschen was für Geld machen. Okay, das passte nicht. Okay, jetzt haben wir hier schon alles voll bei den Statistiken. Und dann machen wir noch einen Abspann rein. Das sind auf jeden Fall jetzt gute Werte. Ich frage mich nur gerade, wie das ein gestohlenes Video werden kann, wenn wir es gerade selber aufgenommen haben. Aber ich denke mal, das werden wir jetzt sehen. Können wir das Ganze noch irgendwie anders hinbekommen, weil wir kommen nicht zum Ende. Unten hätten wir das.
Ich glaube, jetzt haben wir einen gewonnen. Ja, laden wir das einfach mal so hoch. Interesse ist sogar noch gut, würde ich sagen. Neues, bestes Ergebnis. Das liegt natürlich an der einen Karte. Und mal gucken, was jetzt passiert. Gut, wir haben Energie, wir haben keinen Hunger. Ist halt ein bisschen blöd, wenn es hochlädt, dass wir nichts machen können. Also bleibt uns wieder nichts anderes übrig, als zu arbeiten. Aber ich denke mal, danach können wir dann ein bisschen chatten. Okay, wir haben Erfahrung gekriegt, aber mussten was zahlen an die Gasfirma. Warum wir dafür Erfahrung kriegen, weiß ich nicht. Aber gut, dann soll das halt so sein. Es ist immer noch am Hochladen. Wie viel Geld haben wir beim letzten Video verdient? 21 Dollar. 1000 Abonnenten dazu. Im letzten Mal auch 1000 Abonnenten. Aufrufe steigen. Likes steigen. Das Video, also da sollten wir bestimmt nochmal was aufnehmen. Jetzt warten wir kurz, bis wir das hochgeladen haben und dann chatten wir. Könnt ihr ja schon mal wen aussuchen. So. Dieses Video hat eine Verwarnung. Das bedeutet, dass eine Urheberrechtsverletzung vorliegt. Löse dieses Problem oder du bekommst keine Einnahmen durch deine Videos. Das wird dann auf alle Videos, denke ich mal, bezogen sein, weil wenn es jetzt nur das Video wäre, könnte man sagen, man geht nur auf Abonnenten. Geld, 214 Dollar. Zahlen wir mal die Strafe. Gucken, ob es passt am Ende. So, haben wir hier jemanden, der blau ist. Perfekt. Das heißt, wir sind kurz davor, einen neuen Freund zu bekommen. Das heißt, wir kommen hier unten weiter. Jawohl, hat noch eben gereicht. Ah, okay. Das Video kommt doch nicht mehr ganz so gut an. Dann kaufen wir noch kurz ein paar Sandwiches, bevor wir schlafen gehen. Wir haben alle zwei Striche. So, einfach mal ein paar gekauft. Ich komme ja gleich an. Ja, okay, das Video lohnt sich nicht. Aber jetzt wissen wir, wie man das mit den Strikes lösen kann. War ein Versuch wert. Aber dafür sind wir denn doch mit 16.000 Abonnenten noch zu klein. Dann essen wir mal kurz so lange Sandwiches, bis wir wieder 28 Glühbirnen haben. Und müssen erstmal warten, bis unser PC wieder frei ist. Hatte ich die Videos beide benannt? Nein. Dann lassen wir das einfach so. Wir haben wieder eine neue Karte. Interessant wäre natürlich jetzt auch zu wissen, ob man eine oder auch zwei davon machen kann und dann einfach sich der Betrag erhöht, den man zahlen muss. Weil vier Glühbirnen für 8 Musikpunkte ist schon nicht so schlecht. Können sie ja erstmal nehmen und dann irgendwann später ins Deck tun. Gut, wir nehmen jetzt ein neues Gaming-Video auf. Teil 3. Immer noch 100% oder 100. Zwei Gameplay-Videos haben wir schon. Jetzt kommt das dritte. 26. April. Das heißt, danach zahlen wir dann auch die Miete.
und sind dann erstmal fast wieder pleite. Ich nehme jetzt einfach am Anfang die, die am meisten Punkte bringen. Ich frage mich gerade, was dieses Fragezeichen hier bedeutet. Weil entweder bekommen wir ja genau das, was die haben wollen. So, jetzt müssen wir gucken, was wir genau den nehmen. Um da mehr zu bekommen. Okay, bei Fragezeichen ist Zufall. Okay, also wir müssen, oder ich muss beim nächsten Mal hier oben drauf achten, was da hinkommt. Okay, das Ende passt wieder nicht. Können wir das wieder... Okay, der Anfang passt auch nicht. So. Alle Effekte. Hatten wir 366 nicht gerade schon? Interesse wieder um die 70. Laden wir es mal hoch. Wenn wir wieder 1000 Abonnenten bekommen, müssen wir das Spiel nur noch ganze 30 Mal hochladen. Ja, und jetzt ist halt immer so die Zeit, man lädt ein Video hoch und kann erstmal gar nichts tun. Wir können schlafen oder wir gehen wieder arbeiten. Chatten können wir nicht. Sagt unser Kalender. 1. Mai ist eine Show, die wir uns auf gar keinen Fall leisten können. $600. Müssen wir das Kino besuchen? Ich guck mal kurz. Ne, wir haben noch genug Kontakte. Ich hätte jetzt gesagt, das Kino ist dafür da, um neue Kontakte zu knüpfen. Aber das brauchen wir gar nicht, weil wir hier noch viele Kontakte haben, mit denen wir noch nie geschrieben haben. Okay, das geht jetzt relativ schnell. Dann warten wir ganz kurz und dann schreiben wir mit Christopher. Dann haben wir hier schon mal 2 von 4. Oh, nur Likes. Dann gucken wir mal ganz kurz da rein. Ja, das Spiel ist echt angesagt zurzeit. Ich glaube, daran sollten wir arbeiten. Möchte ich ins Kino? Nein. Da steigen die Aufrufe auch direkt viel schneller. Ja, dann kann ich doch jetzt mit Brooke schreiben. Und dann habe ich doch 3 von 4. Okay, Video ist schon hochgeladen. Deshalb können wir gerade eben schreiben. So, 3 von 4. Ah, was steht hier? Okay, irgendeine Konsole wird vom Markt genommen. So, 3 von 4 haben wir. Schaffen wir jetzt auch noch die 4 von 4. Müdigkeit und so sieht okay aus. Dann gehen wir jetzt einfach mal der Reihe nach. 22.000 Aufrufe ist gar nicht wenig. Was ist unser Rekord? 27.000? 24.000. Oh, das haben wir geknackt. Neues, bestes Video. Ach, oh, da steigt er sogar noch. Ja, schaffen wir die 30? 30.000 schaffen wir auch. 2.000 Abonnenten sogar mittlerweile. Ich glaube, da sollten wir echt noch ein paar Videos von drehen. Ich denke mal, eins machen wir heute auch noch. Da war die Miete. Ich wüsste jetzt immer noch ganz gern, wofür ich $100 von bezahlt habe.
Weil ich verdiene jetzt schon 44 Dollar mit einem Video. Das ist schon nicht wenig. Noch zweimal chatten, dann haben wir auch unsere Quest abgeschlossen. Na, jetzt wird es so langsam weniger. Oder wir gucken uns mal kurz die Bitte an. Das kennen wir ja schon mit der Belohnung und der Erfahrung. Aber ich bin ja mal... Aber wir haben die Konsole, denke ich mal nicht. Ja, dann schicken wir mal das Spiel und dann... müssen wir mal gucken. Einkaufen. Alle Konsolen. Hat einen Marktanteil von 13%. Okay, die lohnt sich nicht zu kaufen für den Preis. So gut, dann haben wir halt jetzt ein neues Spiel, was wir nicht benutzen können. Da ist das Spiel. Wir chatten jetzt allerdings noch einmal. Unterhalten wir uns danach auch nochmal kurz mit Ellen. Gehen wir noch schlafen, essen was. Also das Spiel gibt natürlich auch gut Geld. Aber wir haben es halt gerade aktuell nicht, um es uns leisten zu können, die Konsole. 55 Dollar, wir knacken fast die 50.000 Aufrufe sogar. 62.000 Erfahrung, ja. Ist fast die Hälfte. Ja, jetzt sind es nämlich 5, es steigt einfach nur jedes Mal. Und danach gehen wir dann schlafen. Ja, 50.000 Abonnenten haben wir auch. Punkte, jetzt wird noch ein bisschen gegessen. Wie viele Sandwiches haben wir noch? 7, okay. 6. Keine Kosten und einiges verdient. Dass das natürlich immer wieder weiter abflacht, ist klar. Ist ja ganz normal. So, wir haben jetzt 148 Dollar. Was? Wie viel hat die Konsole nochmal genau gekostet? Vielleicht können wir es ja doch machen. Ne. Das werden wir in den 85 Stunden nicht hinbekommen. Wir müssen das Video aufnehmen, Video hochladen. Ja, es wird weniger. Das heißt, schnell noch wieder ein Video drehen. So, ich muss irgendwas mit dem Symbol machen. Ja, da kriegen wir direkt die zwei oder jedes Mal einen Punkt mehr. Unlustiger Kommentar passt auch. Konstruktive Kritik. Na, bis jetzt gab es auch immer eine Karte dafür. Gut, ich habe 20 Kills gemacht, dann... Okay, die Karte gab es auch nicht. Vielleicht ist dann Fragezeichen, wenn es die Karte nicht gab. Ja, das finde ich, es war gar nicht so schlecht jetzt von den Werten. Das kriegen wir jetzt noch bearbeitet. Mal gucken, wie die ganzen jetzt zusammenpassen. Wir haben jetzt auch sogar 7 Clips gehabt. Okay, hier muss noch irgendwas getan werden. Wir haben nur einen. Ne, da ist noch einer für unten. Ja, dann laden wir das jetzt noch eben hoch. Interesse ist auch noch okay.
würde sagen, was kann man da so als Grenze setzen? 50? 60? Ab wann wir ein neues Video nehmen wollen? Ich würde sagen, wir gehen gar nicht nach dem Interesse, sondern eher nach unseren Klicks. So, das lädt jetzt hoch. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle, beenden wir die Folge. Nächste Woche gehen wir dann zur Party. Oder in einer weiteren Folge gehen wir dann zur Party. Gucken uns das alles mal wieder was anderes, als nur im Zimmer zu sitzen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich muss mal schnell OK drücken. Ja, und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Ciao.